Die Reiserücktrittsversicherung ist ja für alle Fälle, die vor Abreise passieren. Also ich habe in den letzten, vor 3 Monaten gebucht, ich bin da entsprechend gesund gewesen und muss jetzt zurücktreten, weil mich auf einmal eine Grippe überrascht hat oder ich mir ein Bein gebrochen habe oder meine Mutter krank geworden ist. Neben der unerwarteten Erkrankung gibt es natürlich noch die Arbeitslosigkeit, die Kurzarbeit, die Risikopersonen, die auch abgesichert sind, also die Personen, die nicht Bestandteil der Reise sind und auch nicht Bestandteil der Versicherung sind, aber halt verwandt mit mir, meine Mutter, meine Tochter, wenn die krank werden würden, könnte ich von der Reise zurücktreten. Die Urlaubsgarantie ist halt die sogenannte Abbruchversicherung. Die gilt dafür, dass wenn ich im Reiseziel bin, dort halt die ersten 2 Tage verlebt habe und dann passiert mir was, wenn ich mir einen Fuß verstauche und dort sage, okay, ich habe jetzt noch 10 Tage Rundreise vor mir. Mensch, das möchte ich aber jetzt nicht machen. Ich will nicht mit die Wand angucken hier in meinem Zimmer, sondern möchte nach Hause reisen und ich bekomme innerhalb der ersten 8 Tage oder ersten Hälfte der Reise den kompletten Reisepreis zurück, zuzüglich des neuen Rückfluges. Und das ist schon super.